Gib bloß nicht auf, wir sind fast am Ziel. Das ist die Botschaft und die ausführliche Botschaft werde ich dir heute am Ende des Videos erzählen. Den geistigen Wesen liegt es am Herzen, dass ihr das alle hört und dass wir dadurch ganz viel Stärke und Kraft gewinnen. Wir haben jetzt den Dezember, dort haben wir noch 2 Wochen, um uns in den positiven Energien zu stärken und um dann kraftvoll in das neue Jahr hineinzugehen. Es ist ganz wichtig, dass du heute hier bist und diese Botschaft hören wirst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe dieses schöne Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Plejaden. Wer sich dafür interessiert, unter dem Video ist ein Link. Ja, und heute geht es nochmal um den Weg der Lichtarbeiter. Es geht auch darum, was ist denn mit dem Aufstieg, wann kommt er denn? Es wird immer so viel erzählt und bis jetzt ist eigentlich noch nichts geschehen, das muss man schon mal sagen. Da diesbezüglich habe ich auch die geistigen Wesen befragt und gesagt, was ist denn los? Warum kommt das nicht? Was können wir noch tun? Warum ist das so? Dann kam die Botschaft, gebt bitte jetzt auf keinen Fall auf. Gebt nicht auf, denn ihr habt es ja fast geschafft. Und sie haben auch gesagt, für einen Lichtarbeiter ist es ziemlich schwer in einer Gesellschaft oder in einem Kollektiv zu sein, wenn die Menschen noch nicht erwacht sind. Sie haben aber auch gesagt, dass nächstes Jahr ganz viele Menschen erwachen werden. Das habe ich in meinen vorherigen Videos euch schon berichtet. Und das gibt mir selbst so einen richtig guten Aufschwung und auch Kraft, weiterzugehen. Sie sagen, ihr habt schon so viel erreicht. Ihr habt wirklich so viel erreicht und jetzt ist es nicht an der Zeit aufzugeben. Auch wenn ihr manchmal zweifelt, ob das alles richtig ist und ob der Weg auch richtig ist. Es sieht in der Gesellschaft manchmal gar nicht danach aus. Und sie haben mir gesagt, glaubt an euch, denn ihr seid die großen Lichter, ihr seid hier und ihr bringt das Licht auf die Erde und ihr habt die Kraft, alles zum Besseren zu wenden. Und ich bin so froh über diese Worte, dass ich die alle euch heute voller Freude auch überbringen darf. Es geht darum, dass man sich nicht vom Außen her durcheinander bringen lassen soll. Egal, was geschieht, dass wir uns immer wieder in unsere Mitte begeben sollen. Wenn irgendwas ist, lieber mal kurz ein- und ausatmen, ein paar Sekunden still sein und seine Mitte, sein Herz zu fühlen und dann erst zu gucken, was überhaupt los ist. Das ist viel besser, als wie sich aus der Mitte bringen zu lassen und ganz aufgeregt irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die dann vielleicht nicht in Ordnung sind. Als Lichtarbeiter mag es manchmal so sein, dass man sich nicht so sehr wohlfühlt in einer Gesellschaft oder dass man meint, es ist so schwer, sich zu behaupten. Und vielleicht fühlt man sich auch manchmal so, wie wenn man gegen den Strom schwimmt und dass das unheimlich schwer ist. Das kann schon sein. Aber ihr dürft nicht vergessen, was die Liebe bedeutet und was es heißt, wenn ein Mensch zu dieser Liebe findet. Und es ist ja die Liebe, die uns prinzipiell alle verbindet. Das dürfen wir nicht vergessen. Und letztendlich sind alle Menschen aus Liebe gemacht, aus Licht und Liebe. Die Quantentheorie sagt ja auch, dass alle Teilchen, jede Materie aus Energie besteht und diese Energie ist Liebe. Und über diese Energie finden wir den Weg zu Gott. Dieser Weg zu Gott, der kann ausgehen von den Engeln, über Jesus, aber er führt letztendlich zu Gott. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Denn diese
diese große, vollkommene Liebe des Alleinen ist ja für alle Menschen da und die uns alle verbindet. Und wenn wir uns dessen immer wieder erinnern, werden wir stark sein und werden wir auch immer fühlen, dass wir nie alleine sind. Und dann ist es viel einfacher, diesen Weg zu gehen. Auch wenn es so aussieht, als wenn alle gegen einen sind, das ist nur scheinbar so, denn letztendlich ganz tief im Herzen trägt jeder Mensch, fast jeder Mensch, dieses helle Licht der Göttlichkeit, der Schöpferkraft. Und daran möchten uns die Wesen erinnern, so kurz vor Jahresschluss, wo jeder vielleicht nochmal oder naja, wo viele vielleicht nochmal nachdenken, wie war jetzt das Jahr für mich? Habe ich alles richtig gemacht? Und naja, alles richtig machen kann man sicher nicht, da müsste man schon ein ganz großer Perfektionist sein. Aber so das Grobe, den Weg, den man geht, wie war der, fühlt er sich gut an? Und es ist eigentlich fast bei jeder Sitzung, wenn ich die Akasha-Chronik lese, dass die Menschen danach fragen, schau doch mal bitte auf meinen Lebensweg, ist das so in Ordnung, bin ich auf dem richtigen Weg, ist das alles, passt das zu mir, was ich tue, ist das gut? Und meistens ist es so. Meistens ist es so, manchmal sieht man auch verschiedene Wege und da sprechen wir dann drüber und da bekommt man dann nochmal so eine richtige Kraft und kann auch dann weitergehen mit dieser Erkenntnis. Und die geistige Welt sagt, hört nicht auf, geht weiter, denn ihr seid die Lichtbringer und wir zählen auf euch. Wir zählen auf euch, denn wir wissen, dass ihr das könnt, dass ihr hier seid in diesem Leben, um das Licht und die Liebe zu bringen, um der Erde zu helfen. Und ihr habt bis jetzt schon so viel für die Erde getan. Für das Bewusstsein der Erde spreche ich jetzt nicht für Naturschutz und so, sondern für das Bewusstsein der Erde. Und dieses Bewusstsein der Erde, das ist so, wie wenn es unseres wäre. So eng sind wir mit der Erde verbunden und wenn man sich dafür öffnet, kann man ganz viel fühlen. Das ist wirklich wichtig und die Botschaft, die nachher kommt, die wird so schön sein, die wird euch alle aufbauen, die wird uns so viel Kraft geben. Und die geistige Welt, es ist wichtig, lasst euch nicht entmutigen. Auch wenn es noch so schwer scheint, geht diesen Weg weiter. Ihr werdet erfolgreich sein und ihr werdet auch alle die Fülle bekommen, die Fülle der Gesundheit, die Fülle der Liebe, die Fülle auf allen Ebenen, auch in den materiellen, wenn ihr das möchtet. Denn diese Gedankenstrukturen, die man manchmal hat, wo man denkt, ach, ich weiß nicht, ich bin nicht gut genug oder ob das klappt, ihr kennt alle solche Gedanken. Wenn man die hat, dann lassen die sich auflösen und dann kann die Fülle kommen. Und ein Lichtarbeiter, der ist dem Licht zu orientiert. Und genau das ist diese Kraft, die jeder von uns hat. Und ich freue mich sehr auf diese Botschaft, wir werden jetzt auch gleich die Botschaft zusammen hören. Und was ich jetzt zum Beispiel, was mir gerade so in den Sinn kommt, in dem Quantenwebinar haben wir für die Kanalmitglieder, haben wir gelernt, wie wir uns mit dem göttlichen Quantenfeld der Liebe verbinden. Und da wurde das dritte Auge nochmal ganz speziell aktiviert. Und wer es vielleicht nicht weiß, das dritte Auge und die Zirbeldrüse, die sind ja dafür da, dass sich unsere Fähigkeiten sehr, sehr gut entwickeln können. Also unter anderem dafür da. Und je mehr du dich um dein drittes Auge kümmerst, umso mehr wirst du in deiner Kraft und in deinen Fähigkeiten sein. Das lege ich dir jetzt nur mal ans Herz. Und wenn wir jetzt diese Botschaft hören, bitte ich dich, ganz tief oder so tief, wie du es halt kannst, einfach dich fallen zu lassen, denn es wird dich das große Liebesfeld tragen und die Quantenteilchen der Liebe, sie werden dich berühren.
Und vielleicht bekommst du ja sogar eine Vision, wie für dich das nächste Jahr sein wird. Und jetzt freue ich mich schon sehr darauf. Ich nehme jetzt mal das Aura-Spray für das Quantenlicht. Das nehme ich sehr gerne, denn da kommt die Energie der kompletten, vollkommen, kompletten Liebe und ich habe gleich meinen Kanal geöffnet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude und eine tiefe Berührung. Liebe Menschen, liebe Lichtmenschen und liebe Herzensmenschen, ich darf euch zu dieser Meditation begrüßen. Die Meditation wird die Vorbereitung sein für die Botschaft, die dann folgt. Und so besinne dich bitte auf deine Seele. Auf die Liebe, die in dir ruht. Denn die Liebe ist das, was dich mit allem verbindet. Die Liebe ist das, was dich stärkt und führt. Und so nimm einen tiefen Atemzug dieser Liebe ein. Und lass diese Liebe fließen. Sie fließt sofort durch deinen ganzen Körper. Sie berührt jede Zelle und wenn du es dir jetzt erlaubst, dich fallen zu lassen, dann bist du bereit, diese Botschaft zu hören. Voller Liebe begrüße ich dich. Ich bin Erzengel Michael und ich spreche heute achtsam im Licht des Friedens zu dir. Geliebter Mensch, ich darf dir sagen, dass du einzigartig bist, dass deine Liebe und dein Licht dich durch diese Zeit tragen. Und ich darf dir sagen, dass du bisher schon so viel getan hast, dass du stolz auf dich sein darfst, stolz auf alles, was du bisher gemeistert hast. Wir sind bei dir, die lichten Wesen, die Boten Gottes, so wie die Engel oft bezeichnet werden. Sie sind bei euch und wir sind so gerne bei euch, denn wir sehen, wie das Licht eurer Seele strahlt. Und so spreche ich heute zu jedem Einzelnen zu euch, um euch Kraft zu geben, diesen Weg weiterzugehen. Und so werde ich, wenn du es erlaubst, alles Schwere von dir transformieren. Schwere Gedanken oder Sorgen, die dich schwach machen und die vielleicht gar nicht zu dir gehören, werden dir jetzt genommen. Sie werden, wenn du sie loslässt, in Licht und Liebe transformiert. Und es geschieht voller Liebe und Achtsamkeit für dich, zu deinem allerhöchsten Wohle. Und so spüre, wie reinigende Energie dich durchflutet, wie reinigende Energie deinen Verstand durchflutet und alle Zweifel und Ängste nimmt, alle Energien nimmt, die dich schwach machen. Lass es einfach zu,
denn es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Und so beginnen die Engel für dich zu singen. Sie singen das Lied der Liebe. Sie singen das Lied des Vertrauens und sie dehnen dein Licht aus. Genieße dieses Gefühl, verbunden zu sein. Und genieße dieses Gefühl, dass ich, Erzengel Michael, bei dir bin. Und so gehe ich nun in deine Gefühle hinein, dort, wo deine Emotionen sitzen und vielleicht Angst. Und vielleicht eine Angst sitzt, die dich nicht mehr loslässt, die immer wieder kommt. Auch hier sage ich zu dir, geliebter Mensch, geliebtes Menschenkind, Ängste sind eine Illusion des Verstandes und sie bringen dich nur aus deiner Mitte hinaus. Viel wichtiger ist es, zu vertrauen und die Kraft in deinem Herzen zu spüren, denn die Kraft in deinem Herzen, das bist du. Dieses helle Licht, was in deinem Herzen leuchtet, das bist du, das ist deine Seele, deine Liebe und dein Frieden. Und so reinige ich die Felder deiner Emotionen von allem, was dich belastet, damit du zu deiner Kraft findest und sich deine Kraft verstärkt. Dass sich dein Vertrauen mit Liebe anfüllt und du erkennst, ob du auf dem richtigen Weg bist. Lass es ruhig geschehen, denn ich wirke für dich in der höchsten Liebe und Achtsamkeit und es wird so sein, wie es deine Seele erlaubt. Und so nimm dir Zeit, die große Reinigung zu genießen. Denn danach, nach dieser großen Reinigung, wirst du dich stark fühlen. Du wirst dein inneres Licht viel mehr fühlen als vorher. Und dein Bewusstsein, dein Lichtbewusstsein wird zu leuchten beginnen und sich mit deiner Seele verbinden. Und vielleicht spürst du schon, wie die Wellen dich durchfluten, wie sie dich anheben, reinigen, stärken und ausdehnen. Erlaube dir, dich so tief wie möglich fallen zu lassen und zu erkennen, dass du niemals alleine bist. Und dein eigenes Licht zu erkennen, wie stark und großartig du bist. Und vielleicht spürst du, wie dich diese Kraft und Macht jetzt aufrichtet, wie deine Wirbelsäule komplett gereinigt wird und du aufrecht dastehst, bewusst und stark und wie Vertrauen sich in dir ausdehnt, das weiße Licht des Schutzes dich umhüllt und bestärkt. Und vielleicht hörst du jetzt in diesem Moment deine Seele, wie sie dir zuflüstert. Ich liebe dich, lieber Mensch, ich liebe dich. Und vielleicht magst du jetzt auch ein paar Worte zu deiner Seele sagen.
Vielleicht hast du eine wundervolle Botschaft von deiner Seele erhalten und weißt jetzt, wie du in deinem Leben weitergehen wirst. Fühle noch einmal deine Ausdehnung, deine Freiheit und Kraft und deine Seele. Dann begib dich in dein Herz, in deinen Herzensraum, um deine eigene Liebe zu fühlen. Ich, Erzengel Michael, lege nun meine Hände auf deine Schultern. Ich stehe hinter dir und schütze dich. Und du kannst deinen Weg kraftvoll weitergehen. Ich bin bei dir. Und so fühlst du meine Energie, wie sie dich stärkt, und meine Liebe, die dich führt. Und so nimm noch einmal einen tiefen Atemzug der Liebe, des Lichtes und der Dankbarkeit. Ich habe voller Freude zu dir gesprochen und verabschiede mich jetzt von dir. Dennoch bin ich energetisch bei dir, wenn du mich rufst, werde ich sofort kommen. So sei gegrüßt und geliebt im Segen des Lichtes, dein Erzengel Michael. Und ihr Lieben, kommt langsam wieder in eurem Hier und Jetzt an, bewegt Hände und Füße und seid ganz wieder da. Spürt diese neue Kraft und diese Aufrichtung, die wir bekommen haben, ein wundervolles Geschenk. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Denkt immer daran, wir sind viele und unser Licht wird immer stärker. Wir bekommen Verstärkung. Eine Herzensumarmung und alles, alles Liebe. Mua.